Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank für Ihr Kommen. So ist gut? Okay. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Kommen. Wir fangen jetzt schon an. Die Kollegin sagte mir, wir sind vollzählig soweit. Der Anlass heute ist folgender: Bischof Wilmer wird die Expertengruppe vorstellen, die extern aufarbeiten wird den sexuellen Missbrauch und den Machtmissbrauch in unserem Bistum. Bevor ich Bischof Wilmer das Wort erteile, noch ein kleiner technischer Hinweis. Wir werden dieses Pressegespräch aufzeichnen und anschließend auf unserer Bistumswebsite veröffentlichen. Die Expertengruppe besteht aus Frau Antoniewicz-Lennartz, Herr Schrimm und Herr Hackenschmied. Herr Dr. Mosser ist heute nicht bei uns, er gehört auch dazu. Und Bischof Wilmer wird jetzt Näheres zu den Persönlichkeiten hier neben ihm sagen. Vielen Dank. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch ich danke Ihnen sehr für Ihr Kommen und Ihr Interesse an einer Berichterstattung über unsere nächsten Schritte in der externen Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch im Bistum Hildesheim. Beginnen möchte ich mit einem Eingeständnis. Sie wissen, dass ich Mitte November angekündigt hatte, binnen einer Frist von 1-2 Wochen Experten für die Untersuchung zu benennen. Diese Ankündigung war zu optimistisch von mir. Es hat länger gedauert, die unabhängigen Fachleute zusammenzustellen und das, obwohl meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Hochdruck daran gearbeitet haben. Das hat mir noch einmal gezeigt, mit welch einer komplexen und zugleich hochsensiblen Thematik wir es zu tun haben. Der Anlass für das heutige Pressegespräch ist traurig und zutiefst beschämend für unser Bistum. Unsere Kirche hat durch Verbrechen des sexuellen Missbrauchs und des Wegschauens riesige Schuld auf sich geladen. Ich denke daran, was für ein unfassbares Leid Priester jungen Menschen angetan haben. Es ist unsere Pflicht, uns ehrlich und schonungslos mit dieser düsteren Seite der Vergangenheit in unserer Diözese zu befassen. Das können wir aber nicht in Eigenregie bewerkstelligen. Stattdessen bedarf es der Kompetenz und der Unterstützung von außen. Nur so ist sichergestellt, dass alle Steine umgedreht werden. Mit der im Herbst 2017 veröffentlichten Studie des Instituts für Praxisforschung und Projektberatung aus München haben wir einen ersten Schritt in der externen Aufarbeitung unternommen. Nun geht es darum, weiteres Licht ins Dunkel zu bringen. Ich bin sehr dafür und sehr dankbar, dass jetzt ein überaus qualifiziertes Team für diese wichtige und große Aufgabe bereitsteht. Die Fachleute hier neben mir sind nicht interessengeleitet, sondern absolut unabhängig. Wir werden Ihnen alles zur Verfügung stellen, was Sie für Ihre Untersuchung benötigen. Ihre Arbeit ist ergebnisoffen. Die Experten werden die Resultate ihrer Recherchen dem Bistum und der Öffentlichkeit ohne jegliche Einschränkung und Rücksichtnahme in einem Bericht mitteilen. Die Vorsitzende Verwaltungsrichterin AD und ehemalige niedersächsische Justizministerin, Frau Antoniewicz-Lennartz, wird die Aufarbeitung als Obfrau leiten. Ihr zur Seite stehen Herr Gerhard Hackenschmied und Herr Dr. Peter Mosser, der ist jetzt gerade nicht da, die Hauptautoren des eben erwähnten Gutachtens von 2017. Außerdem Herr Kurt Schrimm, er ist leitender Oberstaatsanwalt AD und ehemaliger Leiter der zentralen Stelle
der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg. Ihre Untersuchung hier im Bistum wird zeitlich die Jahre 1957 bis 1982 umfassen. Während dieses Zeitraums war Heinrich Maria Jansen Bischof von Hildesheim. Die Studie wird sowohl Interviews von Betroffenen und weiteren Zeitzeugen umfassen, als auch Archivrecherche. Wir als Bistum Hildesheim und ich als Bischof wollen wissen, wie sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch in unserer Diözese möglich sein konnten, wer sein geistliches Amt ausgenutzt hat, um Verbrechen zu begehen, und wer seiner Verantwortung nicht gerecht geworden ist. Auf die genaue Vorgehensweise und die Fragestellungen der Aufarbeitung werden Frau Niewisch-Lennartz, Herr Hackenschmied und Herr Schrimm gleich näher eingehen. Mir ist wichtig, an dieser Stelle die Motivation des Bistums Hildesheim für die Beauftragung der Fachleute zu betonen. Wir wollen eine transparente und möglichst vollumfängliche Aufarbeitung des Unrechts. Die dringende und unmissverständliche Begründung dafür findet sich in der Bibel. Im Johannesevangelium sagt Jesus seinen Jüngern: Die Wahrheit wird euch befreien. Für mich ist die Wahrheit der erste Schritt zur Gerechtigkeit. Beides schulden wir den Betroffenen von sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch in unserer Kirche. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Bischof. Frau Niewisch-Lennartz, Sie haben das Wort. Bischof Wilmer hat eben bei meiner Vorstellung an erster Stelle meine langjährige Richtertätigkeit genannt. Neben der Rechtssuche geht es dann immer auch um die Frage der Wahrheit, so nahe man ihr überhaupt kommen kann. Und das hat dann schon auch viel mit unserem Auftrag zu tun. Der ist nicht nur mit Ernst vorgetragen, sondern wir haben den Auftrag, ernst zu machen. Wir sind kein weiterer Arbeitskreis, sondern wir fangen mit der Arbeit an. Bischof Wilmer hat in anderen Zusammenhang mal das Bild von den Steinen gebraucht, die umgedreht werden müssen. Steine sind allerdings harte, unbequeme Gegenstände, und wenn sie im Weg liegen, dann ist der Kontakt mit ihnen auch mitunter sehr schmerzhaft. Aber wir haben dezidiert nicht den Auftrag, Steine des Anstoßes hier beiseite zu räumen, denn unser Fokus geht über die Untersuchung von Einzelfällen, so nahe sie auch liegen, hinaus. Von dem Fehlverhalten Einzelner kann man sich auch immer ein gut Stück distanzieren als individuelles Fehlverhalten, aber wir gucken und sollen unseren Blick auf die Strukturen richten, die hinter den Verfehlungen Einzelner stecken oder stecken könnten. Das heißt, wir fragen danach: Was hat einen möglichen Missbrauch gefördert? Wer hat ihn geduldet? Wer hat ihn möglich gemacht? Wer hat ihn verschleiert, um daraus letztendlich Vorschläge für die Zukunft zu machen? Denn dann stellt sich für Sie, für das Bistum, die Frage: Was kann, was muss verändert werden, um einen Missbrauch so weit wie möglich auszuschließen und soweit das eben auch nicht möglich ist, ihn so schnell wie möglich aufzudecken und ihm entgegenzutreten. Dabei wird die Perspektive der Opfer unsere Arbeit von Anfang an nicht nur begleiten, sondern wird im Zentrum stehen. Und Teil unserer Aufgabe ist es auch, Vorschläge dafür zu unterbreiten, wie Betroffene sich selbst organisieren können, um ihre Ziele zu formulieren und gegebenenfalls auch durchzusetzen. Unsere Arbeitsbedingungen, Sie haben das eben schon skizziert, entsprechen der Ernsthaftigkeit
unseres Auftrags, sind allerdings auch Voraussetzungen dafür, dass wir, ich glaube, da sprechen wir für uns alle drei, diese Aufgabe überhaupt haben übernehmen können und wollen. Es wurde uns zugesichert, dass wir ohne irgendwelche Vorbehalte, Einschränkungen oder Vorgaben der Kirche recherchieren und arbeiten können, also wirklich aufarbeiten können. Wir entscheiden als Experten darüber, was wir recherchieren, wie wir es recherchieren, wo wir es recherchieren. Und zwar völlig unabhängig davon, ob wir von unseren Ergebnissen her belastendes oder entlastendes finden. Auf keinen Fall hat das Auswirkungen darauf, was wir und wie wir es veröffentlichen. Da sind wir völlig frei, auch im Begleiten zu unserer Untersuchung. Wir sind nicht darauf angewiesen, irgendwie einen Schlussakkord mit Ihnen gemeinsam abzusprechen. Und wir arbeiten ergebnisoffen. Nichts wird abgeschnitten, auch wenn wir es im Rahmen unseres Projektzeitraums nicht abschließen können. Ist es bereits jetzt akzeptiert, dass wir am Ende des Projektzeitraums weitere Fragestellungen formulieren und weitere Arbeitsaufträge und Untersuchungsverläufe skizzieren, die notwendig sein können infolge unserer Arbeit, die wir jetzt erstmal innerhalb des nächsten Jahres vorlegen werden. Organisatorisch steht uns hier im Bistum eine Gruppe zur Verfügung, die uns hinsichtlich Logistik und Expertise unterstützen werden, die dafür sorgen wird, dass alle Türen, die wir geöffnet brauchen, dann tatsächlich auch für uns geöffnet werden. Dabei wollen wir den Blick nicht nur auf das richten, was wir jetzt schon in den Akten und in den Archiven finden können. Es ist uns wichtig, dass Menschen, die etwas zu sagen haben, uns etwas zu sagen haben zu unserer Arbeit, Zeitzeugen, aber auch Angehörige von Betroffenen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bistums, dass sie Gelegenheit haben, sich an uns zu wenden und ihr Wissen an uns weiterzugeben. Sie können das vertraulich tun oder nicht vertraulich. Sie können das auch anonym tun. Dazu hat die Expertengruppe eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet, die ich als Obfrau und Sprecherin verantworte. Sie lautet obfrau@wissenteilenhildesheim.de. Die genaue Schreibweise können Sie der Pressemappe entnehmen. Es wird auch Gelegenheit geben, mich persönlich anzusprechen, für diejenigen, für die das Medium E-Mail nicht wirklich passend ist. Zum ersten Mal wird das möglich sein am Dienstag der K-Worte-Woche am 14.04. von 17 bis 19 Uhr hier in Hildesheim in der Heiligkreuzkirche. Es wird weitere Termine geben. Die werden durch das Bistum veröffentlicht und wenn unsere Website steht, die denselben Titel haben wird, wissenteilenhildesheim.de, das ist leider im Augenblick noch nicht der Fall, kann man auch dort die Termine abrufen. Man kann auch mir eine E-Mail schicken, dann wird der nächste Treffpunkt per E-Mail mitgeteilt. Das wird nicht nur hier in Hildesheim sein, sondern auch in Hannover, in Göttingen und irgendwo im Norden, da haben wir noch nicht so richtig eine Fantasie, wo da der richtige Ort ist. Das Bistum Hildesheim ist ja riesig und man darf sich da nicht nur auf Hildesheim fokussieren. Aber, und das ist uns rein, wie wir hier sind, de facto sind wir zu viert, wir ersetzen nicht die auf den Empfehlungen des IPP beruhenden, mittlerweile realisierten neuen Strukturen der unabhängigen Ansprechpersonen. Unsere Arbeit tangiert deren Aufgabe nicht. Die stehen weiter uneingeschränkt für Betroffene zur Verfügung und haben in ihrer Bedeutung nichts verloren. Erlauben Sie mir zum Schluss noch eine persönliche Bemerkung. Ich hätte diesen Auftrag nicht übernommen, wenn ich nicht Teil eines Teams sein könnte, das ebenso kompetent wie integer ist und wo man sich auf die
gemeinsame Arbeit wirklich freuen kann. Das ist bei Herrn Hergenschmidt und bei Herrn Strim wirklich der Fall. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Niewitsch-Lennertz. Von mir an der Stelle nochmal ein ganz kurzes Eingehen auf Ihr Statement, was Sie benannt hatten mit den Terminen, an denen Sie zur Verfügung stehen, und die Folgetermine. Das werden Sie auf Ihrer Website bekannt geben. Wir werden auch auf der Bistums-Homepage darauf nochmal hinweisen, sehr deutlich, damit das nicht verloren geht. Das kurz am Rande erwähnt, und nun darf ich Herrn Hackenschmidt um seine Stellungnahme bitten. Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich danke Ihnen für Ihr Kommen und für Ihr Interesse an dem heutigen Pressegespräch. Zuerst möchte ich Ihnen kurz Informationen über das Institut für Praxisforschung und Projektberatung, kurz IPP, mitteilen. Das IPP ist ein unabhängiges sozialwissenschaftliches Forschungs- und Beratungsinstitut unter der Trägerschaft des gemeinnützigen Vereins für psychosoziale Initiativen. Das IPP forscht seit fast 4 Jahrzehnten in verschiedenen Bereichen sozialer und öffentlicher Dienstleistungen und verknüpft Grundlagenforschung mit praxisbezogenen Fragestellungen und Erfahrungen. Seit 2011 gibt es im IPP einen Schwerpunkt zum Themenfeld Misshandlung und Missbrauch in Institutionen. Wir verfügen daher über vielfältige Feld- und Praxiskenntnisse im Bereich der Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in Institutionen und zum Thema Prävention von sexuellem Missbrauch. So haben wir in diesem Bereich unter anderem Aufarbeitungs- bzw. Forschungsprojekte in verschiedenen Institutionstypen durchgeführt. Hierzu gehören zum Beispiel Projekte im Bereich der stationären Jugendhilfe für das Stadtjugendamt München, unsere Untersuchung zu den Vorkommnissen sexualisierter Gewalt an der Odenwaldschule, die Evaluation der Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder in Bayern sowie die Dokumentation und Analyse von Biografien von ehemaligen Heimkindern. Im Bereich der katholischen Kirche haben wir Aufarbeitungsstudien zu den Internaten des Kloster Ettals und des Stiftkamps Münster in Österreich durchgeführt. Wie Sie wissen, wurde das IPP 2016 mit einem Gutachten zu Fällen sexualisierter Gewalt im Verantwortungsbereich des Bistums Hildesheim beauftragt. In diesem Gutachten, das wir im Oktober 2017 der Öffentlichkeit vorgestellt haben, ging es speziell um die Missbrauchsvorwürfe gegen Anton P., das ist ein Pseudonym, und Bischof Heinrich Maria Jansen und im Umgang dieser Missbrauchsvorwürfe durch die Verantwortungsträger des Bistums Hildesheims. Vor diesem Hintergrund und aufgrund der Missbrauchsmeldung eines Betroffenen Ende 2018, in der auch Bischof Jansen erneut beschuldigt wurde, nahm Stefan Garhammer in seiner Funktion als Geschäftsführer der Steuerungsgruppe sexualisierte Gewalt im Verantwortungsbereich des Bistums Hildesheim erneut mit dem IPP Kontakt auf. Daraufhin haben wir das Bistum Hildesheim bei der Entwicklung des heute vorgestellten Forschungsdesigns beraten und unterstützt. Im Laufe unserer Beratungstätigkeit wurden wir vom Bistum Hildesheim auch für die Mitwirkung bei der Durchführung des aktuellen Forschungsvorhabens angefragt. Aufgrund der positiven Zusammenarbeit mit dem Bistum Hildesheim im Bereich der Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt haben wir diese Aufgabe gerne übernommen, auch im Blick auf die Zusammenstellung der Expertengruppe. Das war ein weiterer Punkt, dass wir das gerne machen. Im Rahmen der nun geplanten Studie werden wir Interviews mit Betroffenen und mit weiteren Zeitzeugen führen und diese Gespräche sozialwissenschaftlich auswerten. Hierbei verwenden wir ein multiperspektivisches Forschungsdesign, bei dem sowohl die Sichtweise der von sexualisierter Gewalt Betroffenen als auch die organisationsbezogenen Strukturen des Bistums berücksichtigt werden. Bei unserem Forschungsansatz sind wir auf die Auskunftsbereitschaft von Zeitzeugen angewiesen. Deswegen werden wir zum einen die bisherigen Meldungen und Auswertungen, die zum Beispiel im Rahmen des Aufrufs des Bistums von Hildesheim von 2010, der MHG-Studie oder als Folge der Veröffentlichung des erneuten Missbrauchsvorwurfs gegen Bischof Jansen entstanden sind oder die aktuell im Rahmen der Archivrecherche durch Herrn Schrimm noch entstehen werden, bei der Auswahl möglicher Interviewpartnerinnen berücksichtigen. Darüber hinaus sind wir aber sehr stark auf weitere Meldungen angewiesen,
zum Beispiel von kirchlichen Mitarbeiterinnen, Gemeindemitgliedern oder Personen, die in Heimen, Einrichtungen der Behindertenhilfe, Internaten oder Priesterseminaren gewesen sind. Daher bitten wir Betroffene und Zeitzeugen der Zeit zwischen 1957 und 1982 oder Personen, die Informationen über diesen Zeitraum geben können, die im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt im Verantwortungsbereich des Bistums Hildesheim stehen, sich bei der extra für diese Studie eingerichteten E-Mail-Adresse, die Frau Niewatsch schon genannt hat, obfrau@wissenstein-hildesheim zu melden, beziehungsweise eben auch das Gesprächsangebot durch die Obfrau der Studie, Frau Niewitsch-Lennartz, wahrzunehmen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Hackenschmidt. Ich darf Ihnen nun das Wort geben, Herr Schrimm. Guten Tag, meine Damen und Herren. Auch ich begrüße Sie zu dieser Veranstaltung. Tatsächlich ging es mir ähnlich wie meiner Kollegin Frau Niewitsch-Lennartz, als mich die Anfrage des Bistums erreichte und ich gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könne, meine Expertise bei der Aufarbeitung des Missbrauchsvorwürfes in Hildesheim einzubringen. Die erste telefonische Anfrage erreichte mich spät abends in meinem Heimatort. Ich kam gerade aus meinem Wald, an dem ich den ganzen Tag gearbeitet hatte, eines meiner Hobbys. Meine erste Reaktion war der Hinweis, dass ein solches Unterfangen nur dann Erfolg haben könne, wenn die katholische Kirche zu uneingeschränkter Unterstützung bereit wäre und mir Zugang zu allen und wirklich allen Akten der zu recherchierenden Zeit von 1950 bis 1980, gegebenenfalls auch darüber hinaus, zu verschaffen wird, ohne jede Einschränkung. Mein Gesprächspartner erklärte spontan und für mich sehr überzeugend, dass dies eine Selbstverständlichkeit und bereits vorab geklärt worden sei. Die Kirche und der Bischof wüssten ob meiner erfolgreichen Arbeit als Leiter der zentralen Stelle der Landesjustizverwaltung zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg und garantierte jede Unterstützung bei meiner Aktenrecherche. Als ermittelnder Staatsanwalt verstehe ich sehr gut die Sprache der Akten und ich kann mir gut vorstellen, dass eine intensive Recherche sehr wohl noch einiges zutage fördern kann oder vielleicht auch nur die Erkenntnisse, dass bereits alles aufgedeckt und recherchiert wurde. Ich werde diese Arbeit mit der Akribie und den Erfahrungen meines über 40-jährigen Berufslebens als Staatsanwalt angehen und versuchen zu erfahren, ob sich aus den Akten herauslesen lässt, dass es Strukturen gab, sie geschaffen oder verändert wurden, um Menschen, die sich an die Kirche gewandt hatten oder in die Obhut der Kirche gegeben wurden, sie zu missbrauchen oder sie gar zu eigen zu machen und sich damit womöglich auch strafbar gemacht zu haben oder ihr Verhalten zumindest als moralisch verwerflich anzusehen ist. Sollten meine Ermittlungen zum Ergebnis führen, dass ein Schuldnachweis nicht geführt werden kann, würde ich dies nicht als Fehlschlag meiner Arbeit empfinden. Wenn jemand in den Verdacht eines Fehlverhaltens gerät, hat er Recht auf Rehabilitierung, wenn sich dieser Verdacht als unbegründet herausstellt. Natürlich steht für mich als Staatsanwalt immer auch die Nachweisbarkeit der Schuld oder Beschuldigung an oberster Stelle. Und darüber hinaus werden wir als Experten sicher auch offen diskutieren müssen, wenn meine Recherchen etwas zutage bringen, das bisher so nicht sichtbar war. Und hier kann ich meine Arbeit im Bistum sehr wohl mit der in meinem Wald vergleichen. Es ist zuweilen eine Knochenarbeit. Man muss den Wald lesen können, wissen, wo man hingeht, was man herausholt und was heute notwendig ist, zu tun, um den Wald zu erhalten. Ich weiß aber auch, dass die Früchte meiner Arbeit im Wald erst nachfolgende Generationen ernten und davon profitieren werden. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, Herr Schrimm. Wir würden jetzt die Frage- und Antwortrunde eröffnen. Meine Kollegin Frau Dr. Meschede wird das Mikrofon herumreichen. Bitte warten Sie mit dem Sprechen so lange, bis Sie es haben, damit das für unsere Aufzeichnung gut passt. Bitte nennen Sie kurz Ihren Namen und Ihr Medium. Und dann der Kollege Berger von der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung hat sich gemeldet. Ich sehe auch Herrn Fuhrhopp. Das wären dann die ersten beiden, anschließend Herr Evers von der dpa. Herr Berger, Sie haben das Wort. Ja, nur ganz kurz die Frage zum Untersuchungszeitraum. Warum zwischen 57 und 82? Riedel hat ja später sozusagen sein Unwesen getrieben, weil das IPP da schon tätig war oder warum? Herr Bischof, möchten Sie antworten, Frau Niewitsch-Lennartz?
Das ist der Zeitraum, in dem Bischof Jansen hier in Hildesheim tätig war. Und das ist deswegen der Zeitraum, dem wir uns in erster Linie widmen. Es gab dann nachher noch in den 80er Jahren eine Fülle von Fällen, die auch von Ihnen dokumentiert worden sind. Warum sagen Sie, 82 ist Schluss? Der Bischof wird da gleich darauf antworten. Für Sie nochmal zur Einordnung. Also der Untersuchungszeitraum ist 1957 bis 82. Das ist die Amtszeit von Bischof Jansen. Sie wissen aus dem vergangenen Herbst, dass wir in der MHG-Studie 46 beschuldigte Priester haben. 43 von diesen 46 uns bekannten beschuldigten Priestern haben Berührungspunkte mit der Amtszeit von Bischof Jansen. Insofern ist es daher logisch, diesen Zeitraum zu wählen. Für Weiteres würde ich jetzt aber den Bischof noch mal um sein Wort bitten. Ja, also wir haben gesagt, wir müssen irgendwo anfangen. Es ist ein guter Zeitraum. Die meisten Vorfälle sind eben, wie Herr Bauerfeld gerade schon gesagt hat, in dieser Zeit passiert. Das heißt nicht, dass wir danach nicht weiter forschen. Herr Berger, ist Ihre Frage damit beantwortet? Okay, dann bitte Herr Fuhrhopp. Ich habe eine Frage nach dem Bekanntwerden der letzten Vorwürfe gegen Bischof Jansen Ende 2018. Gab es meines Wissens keine weiteren möglichen Opfer, die sich gemeldet haben? Spricht das, ich weiß nicht, ob Herr Hakenschmidt dazu vielleicht was sagen kann, spricht das aus Ihrer Sicht dafür, dass es auch nicht Dutzende weitere gegeben haben kann? Oder ist das für Sie jetzt erstmal kein Indiz in irgendeine Richtung? Das spricht erstmal dafür, dass es aktuell nur diese zwei Meldungen gibt. Inwieweit es noch weitere Betroffenen gibt, kann man zum jetzigen Zeitpunkt, denke ich, noch nicht beurteilen. Es kann sein, es kann aber auch nicht sein. Okay, dann wäre der nächste Michael Evers, Deutsche Presseagentur. Jo, meine Frage wäre zum einen auch an Herrn Hackenschmidt. Sie haben ja nun umfangreich untersucht. Es gab diverse Aufrufe an Betroffene, sich zu melden. Wollen Sie möglicherweise auch gezielt auf Menschen zugehen? Man hat ja nun, es geht um Kinderheime auch unter anderem. Das heißt, man könnte, wenn man wollte, möglicherweise ja schauen, ob er Menschen anschreibt. Ist das geplant? Das wäre eine Frage. Und es deutet ja zumindest einiges darauf hin, dass viele Menschen schlichtweg schweigen, Opfer sich nicht melden. Ich glaube, im Bistum Osnabrück gab es auch einen Fall, wo es um eine ganze Reihe von Menschen ging, die trotz aller, sag ich mal, Publizität um dieses Thema sich schlichtweg nicht melden. Dasselbe muss ja dann zwangsläufig auch bei Mitarbeitern der Kirche der Fall sein. Was wollen Sie jetzt anders machen als bei der ersten Untersuchung, um da vielleicht doch, Stichwort Stein, irgendwas ins Rollen zu bringen? Und an Herrn Bischof die Frage, was für Konsequenzen kann das am Ende dann haben oder was für Konsequenzen würden Sie möglicherweise aus den Ergebnissen ziehen, die wir jetzt noch nicht kennen? Also anders machen, der jetzige Forschungsauftrag ist ja weitergefasst. Das heißt, es geht ja auch darum zu sagen, welche Strukturen innerhalb des Bistums gab es, welche Verbindung vielleicht auch zwischen einzelnen Missbrauchstätern. Das ist schon mal eine andere Fragestellung, von daher werden wir daran das rangehen müssen. Das Weitere ist, an Zeitzeugen kann man, denke ich, nur durch Aufrufe kommen und jeder muss selber entscheiden, ob er das Vertrauen in uns und auch ins Bistum hat, sich zu melden, wenn er einen Vorwurf melden möchte. Von daher wird das Vorgehen, also wir haben ja bei dem Gutachten auch schon Aufrufe gemacht. Es kann jetzt sein, dass es einfach noch weitere, gezieltere Aufrufe geben wird. Und heute war ja auch schon wieder ein Aufruf. Und wir werden natürlich erstmal schauen, welche Meldungen gibt es. Wir werden uns auch die Unterlagen und Daten, die jetzt vorhanden sind, auch nochmal durch die MAG-Studie genauer anschauen und auch da schauen, ob hier Personen darunter sind, die bereit sind, intensiver mit uns zu sprechen. Frau Niewitsch-Lennertz, Sie hatten... Wir setzen ein Stück weit auch darauf, dass gerade bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bistums, dadurch, dass die Aufarbeitung wirklich in externen Händen liegt, mehr Mut erwächst, sich dann auch bei uns zu melden, über das Medium Mail oder eben auch über den persönlichen Kontakt. Man kann das eben auch anonym machen und so weiter.
es ist jedenfalls eine Möglichkeit, gerade diesen Kreis noch mal besser anzusprechen, zumal es eben nicht ausschließlich um konkrete Tatvorwürfe geht, denen man nachgeht, sondern wir schauen nach Strukturen. Und deswegen können auch andere Leute sich angesprochen fühlen, dazu etwas zu sagen, die vielleicht zu einzelnen Missbrauchstaten gar nichts beitragen könnten. Okay, vielen Dank, Herr Bischof. Ja, zu Ihrer Frage. Für mich ist natürlich diese Studie und diese Art völlig neu. Ich rechne mit allem. Ich rechne mit allem. Mit neuen Erkenntnissen über einzelne Personen, über Personen, von denen wir bisher noch nichts wussten. Ich rechne damit, dass es vielleicht Zusammenhänge gibt, interdiözesan, innerhalb des Bistums. Und von daher kann ich im Moment gar nicht sagen, also was dann am Ende passieren wird. Ich persönlich werde mich auf einen sehr ernsten Prozess einlassen. Für mich steht der Mensch im Mittelpunkt. Es geht um die Betroffenen und um die Frage der Gerechtigkeit. Vielen Dank, Herr Bischof. Frau Deutzkens, NDR Fernsehen, anschließend André Dolle, Braunschweiger Zeitung. Bitte, Frau Deutzkens, wenn das Mikro da ist, dann können Sie loslegen. Genau, meine Frage vielleicht an Herrn Hackenschmidt. Haben Sie schon Kontakt zu dem Mann, der sich ja zuletzt gemeldet hat und der, ich weiß nicht, ob man ihn als Kronzeugen im Moment nennen kann, aber der sozusagen sehr wichtig war mit seiner Aussage, weil er könnte ja auch weitere Hinweise geben. Gibt es da schon Kontakt? Wenn ja, wie sieht der aus? Also von Seiten des IPPs haben wir bisher noch keinen Kontakt. Aber es ist geplant wahrscheinlich. Wir werden anfragen und dann müssen wir schauen, ob der Mann auch bereit ist, mit uns zu sprechen. Okay, Herr Dolle. Den Experten stehen offenbar alle Akten zur Verfügung. Werden die Akten dann auch im Fall der Fälle an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet? Frau Niewitsch-Lennertz. Nach meiner Kenntnis sind bereits alle Akten, die irgendwie auch nur im Ansatz mit Strafverfolgungsmöglichkeiten im Zusammenhang stehen, an die Staatsanwaltschaft abgegeben worden. Wir betrachten ja einen Zeitraum 50er Jahre bis Anfang der 80er Jahre. Die Verjährung beträgt 20 Jahre, sodass wir nicht damit rechnen, in diesem Zeitraum auf Straftaten zu stoßen, die jetzt noch strafrechtlich verfolgt werden können. Es kann sich aber sehr wohl im Zuge unserer Recherchen auch Straftaten ergeben, die in einem Zeitraum liegen, die noch der Strafverfolgung zugänglich sind. Dann werden diese Unterlagen, Erkenntnisgrundlagen selbstverständlich sofort an die Staatsanwaltschaft abgegeben werden, entweder unmittelbar durch Informationen durch uns oder durch das Bistum. Okay, Herr Breitmeier in der Hörfunk. Ja, nur ganz kurz, weil der Kollege Michael Berger nachgefragt hat mit der Personalie Riedel. Also meiner Kenntnis nach ist ja Herr Riedel 82 ins Bistum Hildesheim gekommen. Ist also durchaus möglich, dass das noch eine der letzten Entscheidungen von Bischof Janssen war. Deshalb, wenn es so wäre, natürlich dann auch diese Personalie in den Blick zu nehmen wäre. Herr Bischof Wilmer, eine Frage noch mal zu Ihrer Eingangserklärung. Können Sie noch mal etwas zu den Hintergründen sagen, weshalb dieser Zeitraum von 5 Monaten verstrichen ist, von der Ankündigung, unabhängige Experten zu beauftragen zum heutigen Tag? Was waren da für Abstimmungen vielleicht im Bistum? Was waren da vielleicht für Fragen zu klären? Wo hat man vielleicht noch mal Abstimmungsbedarf, auch andere Positionen erlebt? Denn 5 Monate sind ja ein vergleichsweise langer Zeitraum angesichts Ihrer Erklärung vom vergangenen November. Ja, vielen Dank. Es war in der Tat schwierig, Experten zu finden, die a. der Sache gewachsen sind, b. die eine Erfahrung haben und c. die wirklich komplett unabhängig sind, plus eine doppelte Metastruktur zu schaffen. Wir haben ein Team, also Herr Dr. Mosse ist heute nicht da, eine externe Expertengruppe, die weiterhin von einer anderen externen Obfrau, Frau Niewitsch-Lennertz, geleitet wird. Und all die zusammenzukommen in Deutschland, wir haben festgestellt, es ist gar nicht so leicht, so schnell zu so einer Gruppe zu kommen. Und es gibt gar nicht so viele, die das so können wie diese. Leider. Intern im Bistum? Nein, im Bistum war ganz klare Linie Druck. Ich will, dass es so schnell wie zügig
auf die Beine kommt. Ich will, dass diese Gruppe wirklich zügig beginnt. Nein, es gab keine Stops. Also von mir, ich habe da sehr viel Druck gemacht. Michael Grau, Evangelischer Pressedienst. Einen Moment, Herr Grau, das Mikro kommt zu Ihnen. Ja, ich habe beim schnellen Überfliegen der Pressemappe gesehen, bei Frau Niewisch-Lennartz im Lebenslauf, die Eintragung evangelisch. Hat es bei der Auswahl der Experten und bei der Einschätzung der Unabhängigkeit auch dieses Gremiums eine Rolle gespielt, dass die Experten mitgliedschaftlich nicht verbunden sind mit der katholischen Kirche? Herr Bischof? Mir ist es ein großes Anliegen, von Anfang an auch über die Personenauswahl und deren Viten zu dokumentieren, dass es hier keine Affinität zur katholischen Kirche gibt. Ja. Naja. Okay, ich sehe Michael Althaus, Katholische Nachrichtenagentur. Ja, ich möchte nur zur Klarstellung noch einmal nachfragen. Also welche Vorwürfe gegen Altbischof Jansen stehen bislang im Raum? Das ist einmal der mehrfach angesprochene aus dem vergangenen Jahr und meiner Kenntnis nach ein weiterer aus dem Jahr 2015 von einem ehemaligen Ministranten, der auch schon in die IPP-Studie damals eingeflossen war. Das sind die beiden, die bislang im Raum stehen. Oder gibt es darüber hinaus noch weiteres? Das sind genau die, richtig, ja. Herr Breitmeier, Sie hatten noch eine Nachfrage. Herr Schrimm, ich habe eine Nachfrage zu der Aktenlage. Bei der MAG-Studie, die Deutsche Bischofskonferenz in Auftrag gegeben hat, war es ja so, dass die Forscher die Akten von Archivmitarbeitern der Bistümer ausgehändigt bekamen. Wie wird das in Ihrem Falle sein? Können Sie da in die Archive reingehen, sich angucken, was Sie wollen? Oder bekommen Sie dort auch die Akten von Bistumsmitarbeitern ausgehändigt? Das wird wohl im Endeffekt nicht anders möglich sein, weil ich mich in den Archiven noch nicht auskenne. Und das Archiv, ich habe den ersten Einblick bekommen, ist so umfangreich, dass ich diese Akten wahrscheinlich nicht finden würde. Aber ich habe keinerlei Zweifel daran, dass ich die Akten, die ich mir wünsche, und ich kann diese Person sicherlich auch begleiten, wenn sie die Akten aussucht. Also ich habe da jede Möglichkeit einzugreifen, nur werde ich nach selbstverständlich bei der Größe des Archivs und auch der Unübersichtlichkeit, zumindest für mich, werde ich Hilfe dazu brauchen. Nachfrage, Herr Breitmeier. Werden in der Studie Klarnamen genannt später oder läuft das anonym wie bei der MHG-Studie? Über Menschen, die vielleicht vertuscht haben, die Sachen zugedeckt haben, die vielleicht auch in möglichen Netzwerken aktiv waren. Gibt es da Klarnamen? Wir müssen bei den Ergebnissen der Studie natürlich die Vorgaben des Datenschutzes beachten. Das ist selbstverständlich und das werden wir auch tun, wobei man natürlich unterscheiden kann zwischen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Menschen, die nicht so im Fokus gestanden haben. Da ist man datenschutzrechtlich gehalten, das unterschiedlich zu handhaben. Weitere Nachfrage von Ihnen, Herr Breitmeier. Ansonsten sehe ich Herrn Dolle von der Braunschweiger Zeitung. Gibt es denn vergleichbare Studien in dem Umfang von Bistümern in Deutschland? Nach meiner Kenntnis ist das nicht der Fall. Also ich denke, dass es andere Bistümer gibt, die auch überlegen, ähnliche Studien auf den Weg zu bringen. Aber ich denke, keins Bistum ist so weit wie das Bistum Hildesheim an der Stelle. Und das mag speziell auch mit an der IPP-Studie liegen, dass es da einfach schon Vorarbeiten gab und konkrete Vorwürfe gegen einen ehemaligen Bischof. Gibt es an der Stelle weitere Fragen? Herr Breitmeier? Herr Bischof Wilmer und auch Frau Niewisch-Lennartz, können Sie etwas zum Zeitraum sagen? Wie lange diese Studie dauern wird? Wie lange, wann Sie mit Ergebnissen rechnen, auch bei aller Offenheit, die Sie jetzt schon so geschildert haben, aber nur, dass man ungefähr mal einen Rahmen bekommt?
Wir haben uns vorgenommen, bis ungefähr einen Zeitraum von einem Jahr. Dann werden wir unsere Ergebnisse vorlegen mit den gegebenenfalls weiteren Arbeitsaufträgen, wenn man das so sagen kann, dass wir als Experten weitere Aufträge vergeben. Aber wir werden so etwas formulieren, wenn das dann dem dann gegenwärtigen Stand unserer Arbeiten entspricht. Aber wir haben uns erstmal den Zeitraum von einem Jahr vorgenommen. Gibt es weitere Fragen? Herr Breitmeier, ja. Herr Bischof Wilmer, ich verstehe das so, es ist jetzt die Amtszeit von Bischof Janssen. Andere Fälle im Bistum Hildesheim werden nicht in diese Studie mit reinfließen. Ich frage das deshalb, weil ja auch bei der Studie, die Herr Hackenschmidt und Herr Mosser durchgeführt haben, sich ja durchaus einige Betroffene gemeldet hatten, deren Stränge dann nicht so weiterverfolgt wurden, mit der Konsequenz, wie das im Fall Peter R. oder auch von den Vorwürfen gegenüber Altbischof Janssen der Fall war. Wie offen sind Sie dort, was diese Fälle sexualisierter Gewalt auch noch angeht im Bistum Hildesheim, fernab von Altbischof Janssen? Also die Fälle müssen alle angegangen werden, sie müssen alle aufgeklärt werden. Wir brauchen zunächst einmal, glaube ich, einen Zeitrahmen, der auch wissenschaftlich angehbar ist. Vor allem wollen wir früh anfangen, weil es auch eine Frage der Zeit ist. Bestimmte Zeitzeugen sterben uns weg. Aber Herr Hackenschmidt hat es eben schon gesagt, wenn sich Dinge ergeben, die über den Zeitraum hinaus reichen, wenn wir denen nachgehen, und ich habe ja anfangs schon gesagt, dass natürlich die Zeit danach, nach 1982, offen ist und dass wir die auch anschauen. Aber wir brauchen erstmal etwas für die Forschung und ja. Dann, ich sehe zwei Nachfragen. Einmal von Ihnen. Können Sie noch mal Ihren Namen und Ihr Medium sagen? Vom Rundblick, der Kollege, ist das richtig? Nee, Giersbeck vom ZDF. Ach, alles klar. Ja. Es gab 2017 ja bereits eine Untersuchung des IPP. In der es auch eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen gab. Wie viele davon wurden denn tatsächlich bis heute umgesetzt? Herr Bischof. Ja, da gab es eine ganze Reihe Verbesserungsvorschläge. Einer lautete zum Beispiel, wie ist das Bistum aufgestellt in puncto Prävention? Inzwischen sind über 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschult worden in der Prävention. Frau Menkhaus-Vollmer steht da vorne, die Verantwortliche für Prävention im Bistum. Es ist Pflicht. Wir gehen ihnen auch mit Druck nach in der Personalsteuerung. Das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt, das IPP-Gutachten hat damals im Bistum vorgeschlagen, dass es unabhängige Ansprechpersonen geben muss mit einer unabhängigen Steuerung. Das ist inzwischen auch umgesetzt. Sie können das im Internet nachlesen. Es gibt unabhängige Ansprechpersonen im Bistum, an die sich Betroffene sexualisierter Gewalt wenden können. Diese unabhängigen Ansprechpersonen sind also nicht auf der Gehaltsliste des Bistums. Und zweitens werden sie begleitet von der ehemaligen Bundesgesundheitsministerin Frau Andrea Fischer, ebenfalls eine unabhängige Person mit viel Erfahrung. Das sind zum Beispiel Themen, bei denen wir schon auch die Empfehlungen des IPP umgesetzt haben und noch weiter umsetzen werden. Da könnte man jetzt, ich komme sofort zu Ihrer Nachfrage, noch ergänzen, dass auch im Laufe dieses Jahres eine einheitliche Verfahrensordnung implementieren werden, in der für alle Einrichtungen, alle kirchlichen Einrichtungen inklusive der Caritas einheitliche Standards im Umgang und in der Intervention von sexualisierter Gewalt sein werden. Aber das Wesentliche hat der Bischof bereits benannt. Und Sie haben jetzt noch eine Nachfrage, Herr Giersbeck. Vielleicht auch noch ein Punkt dazu, dass für uns heute ist vieler eben schon, also es ganz klar ist, dass jede Anschuldigung der Staatsanwaltschaft übergeben wird. Und wir arbeiten von Anfang an, das war ja auch eine wichtige Empfehlung, dass der Binnenzirkel der Kirche aufgebrochen wird und dass wir mit externen Experten zusammenarbeiten. Das für uns heißt ganz klar, mit der Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten. Und wir haben, das wissen Sie auch, Kontakte zur niedersächsischen Justizministerin, Frau Haflitzer. Nur ganz kurz die Nachfrage noch.
verstehe, dass Sie viele Punkte umgesetzt haben. Die Frage aber noch einmal nach der Vollständigkeit der Umsetzung. Sind sie alle umgesetzt oder ist das in Arbeit, ist das zum Teil nicht geplant? Ich glaube, wir sind, glaube ich, ziemlich durch. Also, ja. Das Einzige, was jetzt wirklich noch ansteht, ist diese Implementierung dieser einheitlichen Verfahrensordnung. Und das IPP-Gutachten hat ja moniert bei den bisherigen Ansprechpersonen, dass die Distanz zur Kirche nicht groß genug sei. Das haben wir, wie der Bischof eben schon deutlich gemacht hat, komplett geändert. Wir haben inzwischen 3 von der Kirche absolut fernstehende Personen und wir werden im Laufe des Jahres auf 5 aufstocken, die dann in verschiedenen Regionen des Bistums angesiedelt sind. Das bedeutet, auch die Ansprechmöglichkeiten für Betroffene sind dadurch erhöht worden. Gibt es weitere Fragen? Frau Deutzkens, ich hatte Sie gesehen eben noch. Annette Deutzkens, NDR Fernsehen. Ja, vielleicht wurde es auch schon gesagt, ich bin mir nicht sicher, bei Frau Fischer war es ja so, dass Sie damals gesagt hatten, sie macht das ehrenamtlich. Also auf Sie kommt jetzt ja auch eine Menge Arbeit zu. Wie ist das bei Ihnen beiden? Für mich ist das keine ehrenamtliche Tätigkeit. Ganz sicher. Wir machen das professionell und nicht als Ehrenamt. Wir haben auch, ich persönlich, auch keine persönlichen Beziehungen zur katholischen Kirche und zum Bistum. Herr Breitmeier hat noch eine Nachfrage. Von Herrn Schlenlatz und auch Herr Bischof Wilmer und Herr Schrimm und Herr Hackenschmidt, was mir auffällt, ist, dass bei dieser Runde, die jetzt diese Amtszeit von Bischof Janssen untersuchen soll, kein Betroffener sexualisierter Gewalt, der nicht vielleicht in der Amtszeit betroffen war, eingebunden ist in dieses Expertenteam. War das mal eine Überlegung, daran zu denken, auch Betroffene hineinzuholen, diese Sichtweise, diese Perspektive zu haben? Oder hat man sich dann, ich sage so, doch stark auf den juristischen Sachverstand und die sozialwissenschaftliche Expertise des IPP verlassen? War das mal eine Überlegung, hat das eine Rolle gespielt? Und warum, wenn nicht? Doch, es war eine Überlegung, Betroffene mit einzubeziehen. Deshalb, unter anderem deshalb, habe ich mich getroffen mit Herrn Matthias Katsch in Hannover, dem bekannten Vertreter der Opferverbände. Und Herr Katsch hat gesagt, dass für die operative Runde würde er uns das nicht empfehlen. Er sagt, die Betroffenen seien so traumatisiert, dass es keinem zuzumuten sei. Aber, sagte er, in einer zweiten Runde, also in einem größeren Kreis, sei es durchaus wünschenswert, dass so Leute mit einbezogen werden. Und das haben wir auch vor. Also ich möchte dazu ergänzen, dass wir es schon auch als unseren Auftrag sehen, Betroffene bei der Vernetzung zu unterstützen, beziehungsweise dazu Vorschläge zu machen, wie das Bistum Betroffene bei der Vernetzung unterstützen kann. Das so gesehen, die Betroffenen aus dem Bistum Hildesheim ja ein Gremium haben, wo sie sich vernetzen können und auch ihre Forderungen gegenüber dem Bistum stellen können. Weil im Gegensatz zum Beispiel zu den Internaten, die wir untersucht haben, da waren ja die Betroffenen oft sehr organisiert, waren schon vernetzt und haben dann die Institutionen zum Aufarbeiten aufgefordert. Das ist ja jetzt im Bistum so gesehen, da gibt es keinen Betroffenen gegenüber, dass das Bistum zum Aufarbeiten auffordert in dem Sinn. Und von daher müssen diese Strukturen erst entstehen und das ist Wille des Bistums, hierbei zu unterstützen und sonst hätten wir es auch nicht. Also das war für das IPP und ich denke auch für die Kolleginnen wichtig, dass das möglich ist. Das ist mit Teil unseres Auftrages, die Betroffenen darin zu unterstützen, sich selbst zu organisieren. Das ist natürlich nicht Aufgabe des Bistums, eine Organisation zu schaffen, das müssen sie selber machen. Aber sie dabei zu unterstützen, dass es ihnen möglich ist, so eine interne Struktur zu bilden, wo man dann auch Ziele formulieren kann und natürlich auch andere Möglichkeiten hat, Forderungen durchzusetzen. Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, besteht jetzt die Möglichkeit für abgesetzte O-Töne.
mit der Expertengruppe, mit unserem Bischof. Bevor das losgeht, nochmal meine Bitte an Sie, sich noch einmal zusammen hinzustellen für ein Foto, das wir eben kurz machen würden. Und dann würden meine Kollegin Frau Dr. Meschede und ich die Interviewanfragen koordinieren.